Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ein Mittwochsvideo. Ich sitze wieder in meinem Auto. Wer jetzt rausfinden will, wo ich gerade lang fahre, wird jetzt vielleicht ein bisschen Probleme haben, weil es nicht die übliche Strecke ist. Weshalb hier auch gleich das Navi dazwischen quatschen wird, das ist, also da darf ich dann vorstellen, das ist die Anna, also es ist zumindest die Stimme, die heißt so. Weil ich hier in der Fremde bin und in einer Gegend, wo ich nicht so oft bin. Und deshalb habe ich das Navi an, damit ich mich nicht verfahre. So, ja, wo bin ich? In Gera bin ich im Moment noch. Und zwar war ich hier in Gera in einer Ausstellung. Auch nicht irgendeine Ausstellung, sondern eine Ausstellung, die so ihre besonderen Qualitäten hat. Es ist, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, ne? Aber wahrscheinlich die hoch, naja, ist auch wieder so ein Begriff, wo sich dann immer alle auf die Füße getreten fühlen. Sagen wir mal so, die hochwertigste Ausstellung, Modellbahnausstellung, die ich kenne, die ist hier Südosten der Republik gibt. Ja, und das ist ja so ein Thema, wo wir uns gleich mal drüber diskutieren können. Aber vorher muss ich noch ein bisschen Werbung machen für Gera. Ich weiß es noch nicht, wann das Video kommt. Ich habe ja jetzt, wo ich das hier am Sonntag dieses Video gerade aufnehme, ist gerade am Freitag der erste Teil des Fremo-Treffens, wo wir also hier in der Tschechischen Republik waren, hochgeladen worden. Da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Nach 300 Metern biegen Sie rechts ab. Da ist er, Anna. Ja, wo war ich stehen geblieben? Fremo-Treffen in Jesenice. Jetzt hatte ich gerade wieder so. Biegen Sie rechts ab. Gerade so ein Namensblackout wieder. Fremo-Treffen in Jesenice. War sehr schön. Was das Treffen angeht, gibt es ein bisschen ein paar Minuspunkte, die allerdings nicht bei den Kollegen sind, sondern bei mir. Weil ich sehr mühevoll mit meiner Kamera, das, also meine Mini-Kamera, mit der ich dann immer auf irgendeinem Rundenwagen die Strecke abfahre. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe auch alles aufgenommen, aber die Aufnahmen sind nicht da. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also das ist eine Sache, ich habe da ja immer irgendwie entweder kein Glück oder kein Geschick, dass irgendwas schief geht, ich die Speicherkarte vergesse oder die ganze Kamera oder irgendwelcher Mist ist da sehr oft. Und diesmal war es eben wieder mal, ist irgendwas passiert, was ich aber jetzt erstmal nicht erklären kann. Also ich habe das versucht dann nochmal nachzustellen. Und ja, da hat alles einfach frei funktioniert. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, deshalb keine Mitfahrten. Es gibt ja, ich gebe welche von euch, die sich das gerne angucken. Es gibt welche von euch, die das nicht mögen, die dann sagen, oh, das ist langweilig. Ja, das ist, man kann es niemandem recht machen. Also wem das nicht gefällt, dann guckt es halt nicht an. Das ist dann halt, da muss man halt noch danach warten, bis da ein anderes Video kommt. Ich würde sowas auch nicht jetzt hier, was weiß ich, 2 Wochen hintereinander machen, da ich weiß, dass es nicht jedem gefällt. Aber ich werde das in Zukunft wieder so machen. Und dann wird es hoffentlich mal auch wieder funktionieren. Mit den Speicherkarten ist es mittlerweile so, dass ich jetzt noch eine gekauft habe. Also die war einfach im Rechner drin. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich die Speicherkarte rausnehme, wandert eine andere Speicherkarte in die Kamera rein. Das heißt, das Thema Speicherkarte sollte so nicht wieder passieren. Aber
Aber es passieren halt andere Dinge. Gut, so viel zu Jesenitz. Jetzt werden das drei Videos, die jetzt so jetzt am nächsten Wochenende, wenn das jetzt wirklich geplant mittwochs erscheint, dieses Video, dann ja, dann gibt es erstmal was anderes, weil ich will ja das auch nicht immer alles hintereinander machen, sondern immer mal unterbrechen, dass für jeden was dabei ist. Ja, deshalb gibt es dieses Wochenende, also diesen Freitag. Nach 400 Metern fahren Sie durch den Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Das mache ich ganz bestimmt. Ich werde mich dran halten. Ja, jedenfalls, das bringt mich auch immer ein bisschen aus dem Konzept. Fahren Sie durch den Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Zweite Ausfahrt. Das machen wir noch prompt. Wenn Anna das sagt. So, jetzt haben wir das gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so lasse oder ob ich dann immer reinschneide. Das müssen wir dann mal sehen. Weil ich dann natürlich immer eine Denkpause brauche, um jetzt wieder dahin zu kommen, wo ich war. Das ist so, wenn man ein bisschen älter wird, dann passiert das manchmal. Wenn man dann noch die Ausrede mit Corona hat, ne, seit Corona ist das so schlimm, dass da irgendwie hier nicht mehr alles so ist, wie es war. Dann, ja, dann ist das halt so. Ja, Jesenitz, Kamera. Thema. Nach 1,2 Kilometern biegen Sie rechts ab. Thema war knapp abgeschlossen. Kommen wir wieder zurück zu Gera. Also, wer jetzt in der Nähe wohnt, sollte diese Ausstellung nicht verpassen. Weil es wirklich, ich meine, das ändert. Nach 800 Metern biegen Sie rechts ab. 800 Meter biegen wir rechts ab. Ja, man sieht, manches sieht man also schon in, ja, auf der Messe zum Beispiel in Leipzig, weil verschiedene Anlagen ist es so, dass die wie so ein, dass die wie so ein Wanderzirkus sozusagen durch die, also durch Ostdeutschland oder durch ganz Deutschland oder durch ganz Europa ziehen. Und dann auf biegen Sie rechts ab. Stellungen auch zu sehen sind. Und also ich kannte einiges jetzt von dieser Messe oder von der letzten Messe, also in Leipzig oder von der Messe in Dresden. Es ist nicht immer alles neu, was man sieht, aber es ist eben nicht so wie manche andere Ausstellung, wo man wirklich den Eindruck hat, dass man jedes Jahr wirklich immer exakt das Gleiche sieht. Geben, ja, nicht von der Erfolg. Ja, und das ist eben, also man sieht Sachen, die hier wahrscheinlich neu sind, aber eben insgesamt, die man insgesamt also schon einmal gesehen hat. Aber es ist eben wirklich alles, was man sieht, ist wirklich absolut top. Ja, also diese Ausstellung sollte man nicht verpassen. Mehr irgendwo in Reichweite ist. Ja, und dann haben wir das Thema, das habe ich auch hier mal so ein bisschen besprochen. Wer meinen Kanal kennt, kennt ja auch den Kanal Immer schlecht gelernt. Ne? Und da ist es ja so, dass er voriges Jahr auf der Ausstellung war in Mittenwalde dort so ein bisschen sich kritisch über eine TT-Anlage geäußert hat, wo es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen Missstimmung war. Dieses Jahr ist er selber da, dann muss er selber liefern. Ja. Und ja, und dann hat die Klub irgendwie der Ausstellung war irgendwie nochmal da, und dann der Ausstellungsmacher so beiseite genommen und hat ihm dann so nochmal die Ausstellung erklärt.
Und da fiel ein Satz, den ich auch für sehr wichtig halte, für solche Erstellungen, was für Gera aber nicht zutrifft. Ja? Und zwar ist das quasi der Spruch, man muss auf der Erstellung Qualität bieten, aber man muss auch Anlagen bieten, wo sich die Leute dann am Ende, also der normale Modellbahner, dann auch wiederfindet. Ja? Also die normale Heimanlage, wo er dann davor steht, ja, sowas habe ich zu Hause auch. Ja? Weil, naja, ist der Großteil der Anlagen, also im Westen ist das immer so ein bisschen, also ich, ist jetzt ein bisschen Klischee, ne? Also nehmt doch mir mal nicht übel. Im Westen ist es dann vielleicht so meistens die Märklin-Anlage, wo dann immer gesagt wird, ja, die Züge, die haben immer Strom, die bleiben nicht stehen. Ja, die rasen auch über die Anlage. Ne? Also wenn ich das bei Zweileiterbahn auch mache und die ständig über die Anlage rasen lasse, irgendwas passiert oder es ist was geschehen. Der Telefonier, da gibt es irgendwie einen Unfall vor mir. Da ist irgendeiner dem anderen drauf gefahren. Gut, aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Hier ist eine Baustellenampel, deshalb warte ich jetzt hier. Ja, da gibt es. Und die sind dann meistens, also ich habe ja selber mal lernen müssen, ich weiß, ich bin mal irgendwo ins Fettnäpfchen getreten, weil ich behauptet habe, also ich war immer der Meinung, dass die kleinste Weiche bei allen Modellbahnherstellern in H0, dass das immer die 15 Grad Weiche ist. Und da hat mich irgendeiner dann, ich weiß gar nicht, ob das im Kommentar irgendwo anders oder unter meinen Videos war, das weiß ich gar nicht. Das ist aber bei Märklin nicht so. Ne? Da gibt es also irgendwie, was weiß ich, über 20 Grad. Weiß ich nicht genau, weiß ich, aber auf jeden Fall über 20 Grad. Die sozusagen die einfachste Weiche. Dann kriege ich natürlich viel kompaktere Anlagen hin. Aber es ist eben keine Weiche, sondern eigentlich eine Gleisabknickstelle. Ne? Also wenn da der Schnellzug von den Gleiswechsel fährt, dann. Es sieht ja auf den meisten Heimanlagen nicht schön aus, aber auf solchen Anlagen sieht es dann natürlich noch weniger schön aus. So, das sind eben, das ist aber Standard. Ne? Also zumindest im Westen, wo es viele Märklin-Anlagen gibt, das ist so der Durchschnitt. Und das sind so Leute wie ich, die da dann irgendwo in anderen Sphären schweben. Und versuchen da sozusagen die Qualität irgendwie ein bisschen höher anzusetzen. Ja. Ja, das ist eben diesen Mix zu finden für einen Aussteller, überhaupt erstmal Anlagen zu kriegen, ne, für eine Ausstellung. Das ist schon mal nicht einfach. Ich kann auch, an der Stelle kann ich auch gleich mal Werbung machen. Und zwar. Das nächste, also das jetzt, wir gehen mal davon aus, dass diesen Mittwoch dieses Video erscheint. Samstag, Sonntag, na, also diesen Samstag, Sonntag, wenn ihr das Video guckt, gleich nachdem es rauskommt, na, ist es diesen Samstag, Sonntag. Ich habe jetzt die. Nach 500 Metern biegen Sie rechts ab. Ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf. Na? Ich weiß nicht mal, was heute überhaupt ist. 500 Meter rechts abbiegen. Was? Biegen Sie rechts ab. Biegen wir hier rechts ab. Nach Großpürten und Nedissen. Was auch immer. Ja, mal ab. Wenn Anna das sagt. Ja, also da ist Ausstellung in Borna. Borna ist so 60 Kilometer oder so südlich von Leipzig. Ich habe es nicht so in den Zahlen. Ne? Ja, dort im Kulturhaus ist Ausstellung. Ich werde dann am Freitag, wenn ich offenbare, werde ich mal versuchen, kurz online zu gehen. Also ja, auf
weil das habe ich vorher auch gemacht. Auf YouTube dann mal auch wieder so ein Mittwochsvideo, aber richtig live. Ne? Da werde ich noch mal kurz Werbung machen. Also wer da in der Nähe wohnt, auch vorbeikommen. Das ist dann eine Ausstellung, formulieren wir es mal so, wo sich der normale Modellbahner etwas eher wiederfindet. Wobei ich jetzt nicht so richtig weiß, wer alles kommt. Ja. Ich weiß noch, also ich wäre wieder begrasen, ich wollte eigentlich ursprünglich mal den Bahnhof komplett aufbauen. Da gab es allerdings leider ein Missverständnis mit unserem Organisator. Wobei ich sagen muss, so wie das jetzt hier aussieht, ist es sehr eng. Also es hätte nicht mehr reingepasst. Nach 300 Metern biegen Sie links ab. Biege ich links ab, mache ich gut. Ja, das ist also die, das ist wie gesagt Kulturhaus in Bonn. Und biegen Sie links ab. Ja, und da ist halt relativ wenig Platz für all die, die dort ausstellen wollen. Ich werde dort wieder begrasen. Ich werde mal versuchen, dass ich wenigstens ein Segment für meinen Bahnhof mitbringe. Das muss ich allerdings noch ein bisschen vorbereiten. Das weiß ich nicht, ob ich das diese Woche noch schaffe. Da muss ich mal, was ich da mache. Aber ich denke mal, eins werde ich mit ins Auto laden. Und dann werde ich noch die Module, die ich begrasen will. Ich werde mal sehen. Also wahrscheinlich mache ich Feld. Und eventuell mache ich auch hier so asiokratische Pflanzen und so Zeug. Dass ich mal, also weil ich habe ja den Bahnhof zu großen Teilen jetzt schon begrast. Aber ich will mal noch so ein paar Büsche und so. Das werde ich dann dort vor Ort vorführen. Ja. Das ist also dann mein Part. Ja, so viel zu Porno. Ja, das ist eben, um jetzt zum Thema wieder zurückzukommen, das ist auch jetzt keine Wertung. Ich meine, natürlich gibt es jetzt Anlagen, also war zum Beispiel die Bimmelbahner heute da. Ja. Das war, sagen wir mal, die Anlage von den Bimmelbahnern heute. Das war jetzt heute nicht die 1 Plus, ne? Weil die andere einfach noch nicht fertig war. Sie wird aber eine 1 Plus werden, das ist hundertprozentig klar. Ne? Weil das immer top ist. Ne? Da kam auch irgendwie der Spruch, ja, wir haben erstmal die Bäume von MBA draufgestellt, weil damit Bäume da sind, aber die kommen alle wieder raus und dann machen wir eigene Bäume. Ne? Also so auf dem Niveau bewegt sich das dann. Ja, wenn also die Bäume vom MBR schon zu schlecht sind, da redet man noch nicht von Bäumen von Faller oder wie sie alle essen. Die großen Tüten mit hier irgendwelchen Flaschenputzern oder was weiß ich. Das sehen ja auch die Flaschenputzer, die ganz einfach Nadelbäume. Ja. Auf so einem Niveau ist das halt. Nach einem Kilometer biegen Sie rechts ab. Das soll halt jetzt nicht gute Modellbahn, schlechte Modellbahn sein. Ne? Weil jeder macht halt sein Hobby, jeder nach seinen Möglichkeiten. Nach 600 Metern und biegen Sie rechts ab. Und für eine Ausstellung halt ist es halt so, erstmal das Wichtigste, es muss funktionieren. Wenn ich jetzt eine Ausstellung mache und ich muss ständig die Lok anschieben oder muss dann, was weiß ich, was der Gauer irgendwas dort anstellen, weil da irgendwelcher Murks gebaut wurde, dann ist es auch nicht schön. Dann kann auch die Landschaft schön sein, das ist einfach dann halt nicht so toll. Biegen Sie rechts ab. Wir biegen rechts ab. Wir biegen rechts ab. Das machen wir doch. So.
das ist so aus meiner Sicht das, was man eben mitnehmen sollte. Und wenn ich mich vor, also wenn ich jetzt vor einer Anlage stehe, ich meine, wir hatten es jetzt, also ja, es ist ein Unterschied, ob ich mich jetzt vor die Anlage stelle, also ich sage dem Erbauer natürlich nicht, weil ja, du stellst dich dort der Öffentlichkeit und da muss man sich nicht vor die Anlage stellen und muss da sagen, ich mein's, ja, dann gehe ich da wieder weg. So, da ich aber für euch jetzt da dokumentiere, und gerade, also wenn ich mich an die Messe Chemnitz zurück erinnere, wir haben da zwei Anlagen gehabt, wo ich ein bisschen gemeckert habe. Wobei es bei der einen Anlage eigentlich keinen Grund gab, das war also diese Märklin-M-Gleisanlage, das ist eben eine Märklin-M-Gleisanlage und die ist eben so wie eine Märklin-M-Gleisanlage im Normalfall aufgebaut wird. Ja? Warum baue ich M-Gleis? Also es ist das Metallgleis von Märklin. Ja, das ist auch nicht mehr erhältlich, das gibt es auf Börsen im Westen, im Osten weiß ich nicht, ob ich das schon großartig gesehen hätte, im Westen für relativ wenig Geld, das ist sehr robust und ja, man sieht jetzt, ich weiß nicht, irgendwie aus den 50ern und 60ern und ist eben so noch meinen heutigen Maßstäben jetzt nicht so sonderlich schön. Ja. Aber es gibt den Leuten, denen gefällt das, denen ist das, das soll ja so sein. Und so eine Anlage war dort eben ausgestellt. Ja gut, wir haben, ich glaube, wir sind da ein bisschen aufgefallen. Da war es eben auch nicht, da haben wir ja irgendwie uns, mein Kollege und ich, uns unterhalten und da hat der Besitzer wahrscheinlich auch das eine oder andere mitgekriegt. Das war so von der Gestaltung her alles so ein bisschen viereckig. Ne? Also ich habe jetzt eine viereckige Grundfläche und die muss ich jetzt im Himmels Willen noch ausnutzen. Also ich habe eine gerade Fläche, dann habe ich hier im schlimmsten Fall den R1-Radius, der geht um 90 Grad in die Kurve und dann geht es wieder gerade. Ne? Also praktisch, quadratisch gut. Ne? Das ist eine. Also, so gestalte ich heute, wenn ich wirklich absichtlich eine Nostalgieanlage aufbauen will. Vielleicht war es auch eine. Ja, das kann ja sein. So, das war die eine Anlage und die zweite war eigentlich was Modernes. Das war, glaube ich, das Rocco. Also, ihr wisst ja, ich bin eh kein Fan von Bettungsgleisen. Das war das Rocco-Bettungsgleis, also das Rocco-Line, nicht das Rocco-Geo-Line. Das ist ja im Prinzip die Totalkatastrophe, das Geo-Line. Also da halte ich überhaupt nichts davon. Ich habe es auch mal gekauft, aber weil ich da jemanden kannte und ich das im Einkaufspreis gekriegt habe und es wirklich sensationell preiswert war, ja, dass ich dann hier irgendwie noch motorische Antriebe, ne Quatsch hier, nicht motorische Antriebe, dass ich dann noch teure Antriebe einbauen musste, weil sonst keine Herzschlagpolarisierung in der Weiche ist, das wusste ich da noch nicht. Also wie gesagt, das Gleis ist, also ich würde, das ist so, wir hatten jetzt letztens das Thema Gleise, Hände weg von diesem Gleis. Ja. Das, jedes andere Gleis ist glaube ich besser als das. Und es geht aber in dem Fall, war es Rocco Line, was ja so eine, wie so eine Art Gummibettung hat, die auch vorbildgerecht ist. Also die, was die meisten Bettungsgleise, da sind ja die Kanten quasi viel zu steil. Das sieht also aus meiner Sicht völlig unmöglich aus. Also man kann da jetzt Schotter dran machen und dann hält das wieder hin. Aber da kann ich gleich so klein schottern. Und bei Rocco Line ist das nicht so. Da ist bloß das Problem, dass dann natürlich an den Weichen die Gleise nicht zusammenpassen. Das heißt, ich muss die Schere nehmen, ich muss da eine Ecke rausschneiden und dann passt es. So, wenn ich dann das erste Mal andersrum aufbaue, dann ist doof. Dann fehlt da eine Ecke. Ja, also
Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ja, und der hatte, da raste dann irgendwie so ein ICE da rum. Du könntest mal jetzt als Modellbauer sagen, ja, so ein ICE fährt der auf Stell, deshalb muss der ja rasen. Aber die war eben auch, ja praktisch quadratisch gut. Das heißt, der ICE, der hatte, weiß nicht, 1,5 Meter gerade Asphalt. Dann kam irgendeine fürchterliche Kamikaze-Kurve, die das Gleis im rechten Winkel quasi abgeknickt hat. Da raste dieser ICE auch rein. Da hätte es also die Preiserlines, also im Rahmen der Schwerkraft, ne, oder der Fliehkraft, wären die alle in dem Zug ums Leben gekommen, als die irgendwo an die Eisenwand oder durch die Scheibe gezogen hätte. So wie man es manchmal im Flugzeug so in irgendwelchen Actionfilmen im Flugzeug sieht. Ja, also das war, das muss ich sagen, das war richtig Modellbahn. Die hat mir wirklich nicht gefallen. Ja. Also das war auch, sagen wir mal, auch aus meiner Sicht unter dem Niveau der normalen Heimwander. Also da hätte ich die, McLean M-Gleisanlage noch vorgezogen. Also da müsst ihr euch mal das Chemnitz-Video angucken. Ich weiß nicht, ich vergesse dann immer, ich müsste das jetzt eigentlich hier oben verlinken. Ja, also theoretisch da, glaube ich. Aber ich vergesse das immer. Könnt ihr mich darauf hinweisen oder ihr sucht selber auf meinem Kanal nach der Messe Chemnitz. Bisher war ich nur einmal dort. Es gibt nur ein, also es hat wahrscheinlich mehrere Teile. Ja, da ist das ist so eine Geschichte, wo ich dann auch mal ins Meckern komme. Ne? Aber das muss man jetzt auch nicht so ernst nehmen, weil es muss ja nicht mir gefallen. Der baut es ja nicht für mich. Ne? Der baut es für die Besucher, die auf der Messe sich das angucken. Und ja gut, als ich dort war, da waren jetzt, also auf beiden, also bei der Märklin-Anlage, da standen ein paar Leute. Aber bei dem, bei der ICE-Anlage habe ich niemanden gesehen, also mir selber. Nach 300 Metern biegen Sie links ab. Aber gut, das war vielleicht in dem Moment, wo ich da war. Es ist ja, es heißt ja immer, ja, die Kinder wollen den ICE sehen. Biegen Sie links ab. Das mag sein, dass die den sehen wollen. Aber die können sich andere Sachen angucken. Ja, naja, ich sehe das, also ich, das ist für mich ist Modellbahn auch Kunst. Na, und bei Kunst ist es so, dass ich irgendwas mache, was mir gefällt, was ich gerne machen möchte. Das gestalte ich, auf welche Art auch immer. Na, also ich kann jetzt, wenn wir wieder bei der Modellbahn sind, dann in der Kunst gibt es ja auch verschiedene Methoden jetzt. Ich meine, es gibt Bilder, Plastik, irgendwas. Ne? Bei der Modellbahn habe ich eben auch verschiedene Methoden. Also ich habe jetzt sehr aktuelle Methoden, die immer irgendwas mit Begrasung zu tun haben. Und eben nicht mit Flocken, sondern mit Blättern. Nicht mit hier, wie ist er, nicht mit Islandmoos. Ja, das ist auch so ein Relikt aus den 60ern oder 70ern, sondern mit Seemoos und da auch nicht ganze Bäume, weil da die Stämmchen viel zu dünn sind und so weiter und so fort. Das entwickelt sich ja alles weiter. Und das sind halt, ich meine, ich kann mich natürlich auch, weiß da nicht, dass ich unbedingt jetzt die und die und die Methode nehmen muss. Ich kann ja auch ganz andere Methoden nehmen. Also ja, jetzt, ja, jetzt dass es sich jetzt ein bisschen älter ist und das eben früher anders gelernt hat und sich nicht mehr umstellen will. Ja, ich habe ja heute, habe ich ja wieder Bodo Zorn getroffen.
Rote Zorn ist in Modellbahn Facebook Club bekannt wie ein bunter Hund, vor allem in den Facebook-Gruppen, wo es so um die älteren Epochen geht. Der baut Fahrzeuge selber, also Lokomotiven selber. Aber eben so, wie man sie vor der Wende gebaut hat. Ne? Also irgendwelche Räder für Pico. Und was wir wahrscheinlich die Motoren und die Getriebe von Pico. Also von Pico früher. Ne? Und die sehen aber top aus. Ne? Also kann man nicht meckern. Auch das ist Kunst. Ne? Aber es ist eben nicht die neueste Methode, so wie man das heute macht. Ne? Heute, was weiß ich, hier irgendwie 3D gedruckt oder geätzt. Räder in AB25, so fein wie es geht. Oder Hanul pur wegen mir. Ne? Und also so wird das normalerweise heute gemacht. Aber trotzdem ist ja seins, was er macht, ist ja trotzdem lobenswert. Ne? Das ist ja nicht so, dass das jeder kann. Ich zum Beispiel kann das nicht. Ne? Ja, was ich jetzt sozusagen mal jetzt zu dem, naja, Zusammenfassung oder so Resümee, ne? Was ich damit jetzt aussagen will, ist natürlich, dass jeder Modellbahner irgendwo Respekt verdient hat, ne? Für das, was er macht, das, was er leistet. Und erstmal so ein Grundrespekt. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab. Natürlich kann man das eine oder andere kritisieren. Aber wenn es eben nicht gefällt, aber eben immer im angemessenen Ton. Was ich eben biegen Sie rechts ab. Was ich jetzt immer mal wieder erlebe, wobei ich eigentlich sagen muss, dass in den Gruppen, wo ich mich bewege, das selten geworden ist. Das war früher mal schlimmer. Ja. Aber wahrscheinlich bin ich da in den falschen Gruppen oder lese die Fall, also in dem Fall ja die richtigen, ne? Also bin ich in den richtigen Gruppen und lese die richtigen Beiträge. Weil mir sowas in letzter Zeit bilde ich mir ein, dass selber geworden ist. Dass irgendjemand auftaucht und irgendwas sagt, ja, das ist ja scheiße. Also was hast du da für Mist gemacht? Also, was ist solche Formulierung? Ja. Weil es das eigentlich nicht gibt. Ja. Das Einzige, was ich in letzter Zeit immer mal noch erlebe, ist bei dem Thema, ich habe jetzt irgendeine Anlage, da fährt jetzt eine Elop rum und ich habe da gar keine Oberleitung. Ja. Das kann man natürlich kritisch anmerken. Ne? Aber mit so einer Formulierung, das geht nicht. Das geht, siehst du, das geht. Ne? Die fährt ja da rum. Ne? Natürlich geht das. Ne? Das muss mir jetzt selber nicht gefallen. Aber der Bauer macht es eben so, weil eben Oberleitung so ein Thema ist. Ne? Hatte ich jetzt auch ein Video, das ist mir vorgeschlagen worden. Da hatte auch einer darüber sinniert, ob er jetzt auf seiner H0-Anlage. Was war ein Luxemburger, ne? Kanal, ich habe den Namen, ist jetzt, habe ich jetzt wieder vergessen. Zahlen den Namen, wisst ihr, das ist nicht so meins. Der hatte also überlegt, ja, mache ich mir jetzt eine Oberleitung auf die Anlage oder nicht? Oder fahre ich jetzt mit meinen E-Loks ohne Oberleitung? Ja, das war eben so sein, das waren so seine Gedankengänge. Und der hat ihm auch erzählt, ja, ich habe jetzt hier, was weiß ich, von irgendwie, ich weiß gar nicht, wer war es, ich kenne das Sommerfeld, war irgendwas anderes, ich glaube Fiesmann Oberleitung. Der hatte da mal gemessen, wie dick so ein Draht ist. Und wenn man den auf H0 umrechnet, das wäre ihm so dick wie ein Arm. Ja? Also viel zu dick. Der kam dann auf irgendwie zwischen 0,1 und 0,2 mm Drahtdicke. Und die würde man dann sowieso nicht sehen. Das
sieht es aber trotzdem. Ne? Ich kenne ja Leute, die sowas planen. Und ja, und dann hat irgendjemand eine Zeichnung, also nicht eine Zeichnung, sondern da hat ein Stück. Nach 300 Metern biegen sie rechts ab. In so einem Gleisplanungsprogramm, wo man auch so eine 3D-Ansicht hat, für welches das war, hat er da so Oberleitung, also die Oberleitungsmasten schon mit hingestellt und die ganze. Biegen sie rechts ab. Und das hat ihm dann so gefallen, dass er dann beschlossen hat, doch Oberleitung drauf zu machen. Ja, das ist eben auch so ein Thema, aber das ist erstens sehr, sehr teuer. Wenn ich das wirklich so. Ja, also gibt es auch wieder. Da sind wir wieder bei Märklin M-Gleis. Ich hatte da auch jetzt wieder irgendeine Anlage gesehen, also im Video. Da gibt es ja bei Märklin gibt es ja da Oberleitungen, die sind gestanzt. Das ist also irgend so ein Blech und dann wird ja die Oberleitung gestanzt. Und die wird in der Kurve gebogen. Na, das ist ja nur, also für mich jetzt, etwas, was ich, ja, das finde ich gar nicht schön. Also das ist, ja, das ist ja ein Draht, im Original ist es ein Draht, da wird gespannt, da gibt es an irgendeinem Mast ein Gewicht, ne, und dann läuft das über so eine Rolle, damit der Draht straff gespannt ist, der hält ja nicht von alleine. So. Und dann gibt es eine Märklin-Anlage mit irgendeiner Märklin-Oberleitung, wo die in der Kurve so gebogen ist. Ja, also da habe ich dann, das geht ja gar nicht schon auf der Lippe, ne? Also, ja, muss man aber so nicht formulieren. Also das finde ich nicht schön. Ne? Das ist für mich, ja, das ist für mich irgendwie, ich hätte das bei einer Spielbahn gesagt, aber mit Spielbahn habe ich ja also meine Probleme mit dem Begriff. Aber das müssen wir jetzt nicht auch noch ausführen. Ihr merkt, glaube ich, meine Stimme, die lässt langsam nach. Das heißt, wir kommen mal zum Ende. So, als Schlusssatz für heute. Gera besuchen. Wer Lust und Laune hat, Brunner besuchen. Dann, also Gera Nesko, ne, die Zeit. Also wir haben jetzt hier Oktober. Nächsten Oktober, irgendwann ist wieder Gera mit, dann wieder völlig anderen Anlagen. Und, also mit zum großen Teil. Und dieses Wochenende Brunner. Und das viel Wichtigere, geht nett miteinander um. Hab ein bisschen Respekt vor anderen Modellbahnern, vor allem mit welchen die herstellen, auch wenn euch die Anlagen nicht gefallen. Ja, und naja, so manches Wort, ich meine, wir wissen, Social Media, da gibt es ja immer den Spruch, wer Kritik nicht aushält, hat dort nichts zu suchen. Ich würde das aber gerne für Kritik ja. Aber wer so destruktiv, das ist scheiße, der hat aus meiner Meinung nach bei Social Media, der soll erstmal benehmen lernen und dann erst zu Social Media gehen. Ja, weil das einfach ein sehr unangemessenes Benehmen ist, was ich ablehne. Ja. Also, es gibt gewisse Normen, es gibt eine gewisse Kultur, ne? Also es gibt, auch wenn es manche abstreiten, es gibt eine deutsche Kultur, ne? Da gehört das dazu, wie man sich benimmt, ne? Manchmal sind diejenigen, die behaupten, ne, deutsche Kultur geht zugrunde, ne? Das sind genau die sich nicht benehmen, nicht immer. Aber manchmal ist das so. Da sollten wir mal alle in uns gehen und uns mal, wie man das so neudeutsch sagt, ne, also so modern, wir sollen uns mal alle selbst reflektieren. Ne. Ja, ein bisschen lustig, so eine Formulierung, aber naja, die trifft es halt leider. Und dann denke ich mir, kommen wir alle gut miteinander aus und dann gibt es keinen Stress und keinen Streit und keine Missstimmung. Weil das ist, das haben die meisten von uns auf Arbeit, ich jetzt nicht unbedingt, aber viele, wenn ich so höre,
haben das auf Arbeit, das muss man beim Hobby nicht immer noch haben. Ne? Da wenigstens da sollte man sich ein bisschen vertragen. So, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend und macht was draus.